Ja, dann wollen sie halt nicht, ne? Dann steht Holstein eben auf der 1. Nehmen wir die Tabelle lügt nicht. Wieder eins hier fürs imaginäre Phrasenschwein. Moin und herzlich willkommen hier aus dem Gutenberg in Kiel zu unserem Talk Holstein 1:1. Wir wollen auch in dieser Woche wieder darüber sprechen, was wichtig ist, was wichtig war, was wichtig sein wird. Ich bin Holstein-Reporter Niklas Schomburg, mir gegenüber Marco Nehmer. Moin, Marco, wie immer. Ich grüße dich und jetzt geht's los. Spitzenreiter. Ja, was soll man sagen? Holstein grüßt von oben. Holstein auf Platz 1 nach dem 3:1 gegen den VfL Bochum. Ein Sieg, mit dem Holstein erstmal über eine Nacht nur auf Platz 1 gesprungen war. Aber ne? Aus dem One-Night-Stand wurde ein längerer Flirt. Ja, wie du geschrieben hast, genau. Holstein hat sich das verdient mit starken Leistungen. Auch mal was dazwischen gab, was nicht so gut war. Es war ein Hänger drin. Genau. Ne? Und jetzt hatten wir diese zwei knappen Siege in Hannover und jetzt halt gegen Bochum. Davor gab es... Ja, knappe Siege ist gut. Also Hannover war jetzt kein knapper Sieg. Ja, also natürlich vom Ergebnis her kein knapper Sieg, aber nichtsdestotrotz, das hätte natürlich komplett in die andere Richtung ausschwenken können. Das stimmt. Gegen Bochum war es jetzt im Grunde genauso. Ne? Also ich würde sagen, man hatte 60 Minuten echt satt. Das hätte durchaus hinten klingeln können. Aber da kommen natürlich einige Faktoren dazu. Dann macht Holstein einfach innerhalb von ein, zwei Minuten die zwei Dinger mit einer Galligkeit, wie man sie einfach in den letzten Jahren nicht gesehen hat. Und wenn du die Dinger dann machst und hinten natürlich weiterhin so solide stehst und so ein Torwart wie Jannis Gelios hinten drin hast, dann stehst du nicht zu Unrecht da oben. Ja, auf jeden Fall. Also irre. Diese Effektivität ist irre. Quasi aus dem Nichts, wobei das ja beim genaueren Hinsehen natürlich Ausdruck einer Entwicklung ist, ja, die bei Holstein ganz oft nach der Halbzeitpause einsetzt. Also wirklich kann man sich nur vor verneigen, jetzt als Momentaufnahme. Es ist ein knappes Drittel rum, das sagt schon einiges. Aber, und da gebe ich Finn Bartels recht, so richtig Aussagekraft wird es wahrscheinlich unter dem Weihnachtsbaum haben. Ich denke, so richtig Aussagekraft wird es nach 34 Spieltagen haben. Also ich meine, es ist wirklich so, die Liga ist so eng zusammen. Wenn du siehst, dass das bis Platz 13, 14 runter ist man in so einer Range von 6, 7 Punkten, da kann so viel passieren. Ich glaube, wichtig ist jetzt einfach erstmal sich nach unten abzusetzen. Und wenn man da sieht, dass das schon 12 Punkte Vorsprung sind auf Platz 17, da kannst du fast eigentlich schon in Ruhe planen und jetzt nach und nach weiter deine Punkte holen, deine Ergebnisse, und dann schaust du am Ende, wo es rausgeht. Ne? Ich muss sagen, es ist insofern auch verdient, weil Holstein für mich einfach im Moment da vorne das formstärkste Team ist, ne? Zusammen mit Fürth, die jetzt auch gepatzt haben. Es ist eine verdiente Tabellenführung. Ein Punkteschnitt von 1,9 Punkten ist natürlich gut, dass der in diesem Jahr allerdings für die Tabellenführung reicht, sagt auch wieder viel über diese Liga aus. Holstein hatte jetzt des Öfteren mal Glück, aber so paradox das klingt, ich finde, Glück ist auch ein Erfolgsfaktor. Denn nenn mir einen Aufsteiger der letzten Jahre, der nicht in irgendeiner Phase der Saison auch mal das Glück auf seiner Seite hatte. Das brauchst du einfach, um da oben zu stehen. Ne? Ja, und das erarbeitest du dir ja auch. Wo wir beim Thema Glück sind, man muss natürlich auch sagen, es ist glücklich, dass Holstein bisher so von Verletzungen verschont ist. Also bis auf kleinere Blessuren, Marco Komenda, Finn Bartels, ist da bisher nicht viel passiert. Auch Props an die medizinische Abteilung. Das auf jeden Fall. Stelle. Das ist nämlich auch die Frage, wie groß der Faktor Glück, wie groß ist tatsächlich der Faktor Trainingssteuerung, Belastungssteuerung, medizinische Behandlung, Gene, gute Gene. Die guten norddeutschen Gene, warum eigentlich nicht? Ja. Also da spielt im Moment einfach irgendwie alles zusammen, muss ich sagen. Und es muss nicht zwingend schlechter werden. Ne? Jetzt sind es einfach noch drei Spiele bis zur Winterpause light. Danach gibt es einen neuen Linksverteidiger, wahrscheinlich ja Mikkel Kierkegaard, wie man so hört. Dann hast du auch die Planstelle doppelt besetzt. Also das sind dann kleine kosmetische Änderungen. Und wenn man wirklich das Spielsystem weiter so umsetzen kann, dann glaube ich, kann sich Holstein da echt eine Weile halten. Ich glaube, vom Aufstieg müssen wir jetzt noch nicht reden. Da werden wir erstmal weit in den April, Mai reinschauen müssen. Wobei wir dürfen ja vom Aufstieg reden. Ja, wir dürfen jeden Tag vom Aufstieg oder vom Abstieg reden. Wir haben dann Narrenfreiheit, genau, das ist klar. Genau, so ist es. Also behalten wir das im Hinterkopf. Okay. Es ist beeindruckend, mit welcher Stabilität, welcher Konstanz der Kieler Mittelfeldmotor da agiert. Er ist der beste Torschütze, das kommt noch dazu. Also auch wirklich Zählbares, nicht nur Gefühltes. Ich beantworte klar mit Ja. Ja, du hast gerade angesprochen mit Hand und Fuß. Mit Hand insofern, dass er jetzt wieder von einem Handelfmeter profitiert hat, mit Fuß. Ja. Dadurch, dass er die Dinger wirklich auch reinmacht, die Elfmeter. Klar, es sind 4 Elfmeter-Tore von seinen 6 Saisontoren. Aber ein Tor vom Punkt zählt genauso viel wie ein Tor aus dem Spiel heraus. Er hat wirklich eine wahnsinnige Trefferquote, 100% vom Punkt.
Das ist eine große Qualität und kann am Ende des Tages auch wirklich ein Plus sein, dass du einfach auf deiner Seite hast, wenn du so einen sicheren Schützen hast, der die Dinger dann macht. Ich würde auch nicht unbedingt sagen, dass er jetzt unbedingt der beste Mühling aller Zeiten ist. Der spielt für mich einfach konstant seit 2, 3, 4 Jahren. Das ist schon ein klasse Spieler. Absolut. Aber Elfmeter sind wichtig in dem Moment, wo eine Mannschaft sich darauf verlassen kann. Wir haben einen, der macht den rein. Wenn man dann sich die Zweitligastatistiken, die Gesamtstatistiken mal anguckt, dann zeigt sich auch daran, dass das für uns vielleicht mittlerweile normal ist. Wir wissen, dass er ihn reinmacht, aber es ist schon was Außergewöhnliches. Also er ist ja kurz davor, jetzt zweistellig zu werden. Sollte er 10 von 10 erreichen, dann ist er in einem... Saisonübergreifend meinst du, ne? Dann, ja, er ist in einem elitären Club dann. Also es gibt nicht viele Zweitligaspieler, die zweistellig vom Elfmeterpunkt getroffen haben bei 100% Quote. Auch das ist dann in Zahlen Ausdruck der Qualität und der Sicherheit und, wie du es ja auch auf dem Spielfeld gesagt hast, einer Bierruhe. Also der ist ja durch nichts aus der Ruhe zu bringen. Es gibt ja nicht wenige, die über die Jahre immer gesagt haben, so, wenn der mal ein bisschen aus sich rauskommen würde und ein bisschen mehr Lautsprecher sei, dann würde der längst in der Bundesliga spielen. Man hört immer wieder den Spruch, der hätte schon 100 Bundesligaspiele haben können. Genau. Hat er aber nicht. Dafür hat er für Holstein viele Zweitligaspiele richtig, und viele Zweitligatore. Er fühlt sich offenbar wohl in Kiel und Holstein fühlt sich sehr wohl mit ihm und besser geht's nicht. Ja, dann hoffen wir, dass wir auch im Jahr 2021 den besten Mühling aller Zeiten weiterhin sehen. Ja, und es fehlt ihm jetzt nur noch ein Tor, dann ist er Holsteins Rekordtorschütze in der zweiten Liga. Und das ist ein schöner Meilenstein und das zeigt, dass er torgefährlich ist, aber es zeigt auch, dass er diesem Verein schon Jahre verpflichtet ist. Ja, jetzt geht's nach Regensburg. Ich glaube, es wird schwer, so wie einfach jedes Zweitligaspiel schwer ist. Wieder Kohle ins Phrasenschwein. Aber besonders auch in Regensburg. Die sind eklig zu spielen. Das ist eine Mannschaft, die mit Physis agiert, die auch mal den Ball langschlägt, die wirklich sehr dynamisch ist, die aus einem kompakten 4-4-2 wirklich ekelhaft sein kann, auch im Pressing. Unglaublich viel Wucht. Also wenn man Regensburg, auch wenn du auf die Zahlen guckst. Ne? Ich glaube, die meisten Fouls der zweiten Liga, die meisten gewonnenen Kopfballduelle, das sind so kleine Parameter, an denen du schon merkst, da geht es richtig körperlich zu. Ne? Das ist Kampf. Also Regensburg ist Kampf. Das ist überhaupt nicht abwertend gemeint. Also ich habe höchsten Respekt davor, wie die auftreten. Es ist wirklich viel Wucht, viel Power, viel Engagement. Eine Pressingmaschine sondergleichen. Also die lassen dich nicht zur Ruhe kommen. Sie haben mit Mersat Celimbegovic, genau wie Holstein mit Ole Werner, einen Trainer, der schon Ewigkeiten im Verein ist. Einer mit Stallgeruch, der genau weiß, wie da der Hase läuft. Und genau wie Holstein machen sie mit einem kleinen Etat jedes Jahr wieder wunderbare Arbeit. Ja, und die großen Umbrüche haben sie jetzt auch die letzten Jahre nicht gehabt. Hin und wieder mal einen Leistungsträger abgegeben, aber der Kern dieser Mannschaft ist weiterhin intakt. Es wird ein ekliges Spiel. Das waren in den letzten Jahren waren es auch teilweise eklige Spiele. Wenn wir nur mal ans letzte Jahr denken, das 1-2 in Kiel, die fighten natürlich auch bis zum Ende. Das ist ganz klar. Ja, und die wissen auch, wie sie es anpacken dann. Also die geben auch nicht auf. Die spielen ja sowieso so eine ganz konsequente Flugballtaktik. Ähnlich wie in Aue, da ist es aber eher dann mit flacheren Bällen. In Regensburg mit so Flugbällen, die Zielspieler direkt gesucht werden. Natürlich ist nicht jeder Flugball ein Erfolg und da ist die Streuungsquote deutlich höher als beim Flachpassspiel durchs Mittelfeld. Und trotzdem erlaubst du dem Gegner wenig Kontersituationen dadurch, weil du immer hinter dem Ball bist. Da wird es für Holstein wieder wichtig sein, Zugriff auf die zweiten Bälle zu bekommen. Das haben sie jetzt teilweise in der zweiten Halbzeit gegen Bochum auch wieder besser gemacht. Da musst du wach sein, da musst du konsequent sein und dann findest du, glaube ich, auch die Räume. Ich glaube, es wird echt eine enge Kirsche. Da ist einfach alles drin in dem Spiel. Und Regensburg hat auch einen kleinen Minilauf jetzt, hat zwei Spiele in Folge gewonnen, nachdem sie so eine kleine Ergebnisdelle drin hatten. Ja, haben sich da rausgekämpft. Ne? Sie hatten eine Delle gegen die Top-Teams aber auch. Das muss man auch sehen. Das spricht dann vielleicht auch in dem Fall jetzt für Holstein, die ich da mal dazu zähle. Holstein muss in allererster Linie mal versuchen, diese Flugbälle zu verteidigen. Da braucht es ein gutes Zusammenspiel zwischen Innenverteidigern und Außenverteidigern. Ole Werner ist ja in der Analyse, wie wir wissen, sehr verliebt in die einzelnen Dinge und arbeitet das auch immer gut raus. Und da wird Holstein einen Matchplan haben. Nur den hatten sie gegen Bochum auch für die ersten 60 Minuten. Ich glaube, den hatten sie in jedem Spiel. Ja. Du kannst ihn halt nicht immer umsetzen, weil halt auch noch ein Gegner dazu gehört. Regensburg wird Holstein wirklich bis ans Äußerste fordern. Das wird kein Spaziergang an der Donau. Den können wir, glaube ich, nicht erwarten da. Ne? Nee, das wird ein sehr, sehr interessantes Spiel. Also wenn jetzt das Spiel gegen Bochum hatte den Reiz dieses Spitzenspiels. Jetzt gegen Regensburg hat den Reiz zweier vergleichbarer Vereinsansätze vielleicht.
und zweier Mannschaften, die in der Lage sind und vor allen Dingen wollen, den Gegner bis ins Letzte fordern, reizen und dann die Chancen eben auch konsequent nutzen. Das wird ganz, ganz interessant, bin ich überzeugt. Ja, es ist interessant, es bleibt interessant, es wird interessant weiterhin in dieser Liga und auch bei Holstein Kiel. Wir werden in der nächsten Woche wieder darüber sprechen. Wir sehen uns wieder am nächsten Mittwoch zu einer neuen Folge von Holstein 1:1. Kommen dem Weihnachtsfest immer näher. Hoffentlich gibt es weiter Punkte unterm Weihnachtsbaum. Bis dahin, bleibt gesund. Ciao, ciao. Ciao.